Hallo, hier bei Carlos Lego. Heute wird dieses schöne Auto reviewed. Wir fangen aber mit der Figur an, wie immer. Das ist ein Polizist, wie man es auch bei einem Polizeiauto-Set mit einer Figur erwartet. Hinten steht Police drauf, er hat ein Funkgerät und ein Gürtel. Vorne noch ein Funkgerät, er hat Taschen, er hat eine Krawatte und eine Polizeimarke. Hose nicht bedruckt, also bloß Oberteil und Kopf bedruckt. Also, ja, ist halt ein bisschen Standard, aber macht nichts. Ich finde es nett. Auch diesen Blick finde ich toll, so ein bisschen pilotenmäßig. Hier auch ganz schnell gezeigt, nicht viel dazu zu erwähnen. Sind zwei Hütchen, die er da hinstellen kann, dass der Verbrecher nicht durch kann. Und jetzt haben wir hier das Auto. Genau, das Polizeiauto. Man sieht auch, Sky Police, also Sky Police Reihe ist das. Hier haben wir unten dunkelblau und dann das normale Blau. Genauso gehört sich das bei der Sky Police oder generell bei der Polizei von Lego 2019 von so nicht gucken, das sieht doof aus, finde ich. Also da, das ist hier ein bisschen, ja, abgehackt, gefällt mir nicht. Aber von allen anderen Winkeln gefällt es mir gut. Na gut, von unten guckt gelb und rot und so weiter raus, aber wir haben ein Nummernschild, welches die Setnummer enthält. Wir haben hier vorne blaue Blinklichter, wir haben oben ein Blinklicht. Wir haben hier diese schräg krummen Teile verbaut, ich weiß nicht, wie man so richtig nennt. Dann haben wir hier hinten tatsächlich das Heck, auch so einen Streifen, so einen blauen Streifen dabei. Das ist so eine Platte, die so schräg ist, also eine 4x6 Platte, die hier so schmaler wird. Dann haben wir hier auch so eine 2018er runde Platte als Auspuff, noch ein Nummernschild und hier, das finde ich auch interessant, so einen kleinen Heckspoiler zumindest angedeutet und hier noch so eine, ja, so eine kleine Fensterscheibe, dass man da hinten auch noch rausgucken kann. Dach kann man abnehmen. Hier drin haben wir sogar verkleidet an den Seiten mit ein bisschen Grau. Wir könnten hier auch die Figur reinsetzen. Das geht alles. Und hier diese schrägen mag ich. Die sind seltener als die normalen. Das sind die vier Längen. Vier lang. Also die Schräge geht über drei Noppen und der Stein ist vier Noppen lang. Die sind, finde ich, toll. Dann hier, gut, Türen gehen nicht auf. Da muss man dann tatsächlich das Dach abnehmen. Aber es sieht doch recht sportlich aus, das Auto. Auch hier, das hier so dreieckige Löcherchen sozusagen sind, gefällt mir gut. Man sieht hier halt leider das Rot durch. Das finde ich auch ein bisschen doof. Aber hier, das ist bedruckt, die Armaturen. Das ist ein Aufkleber. Nummernschilder sind Aufkleber. Und wo Police steht, ist auch ein Aufkleber, außer bei der Figur. Ja, nettes Polizeiauto gehört zur Verfolgung auf jeden Fall dazu. Dann haben wir hier auch noch die Anleitung. Kann ich ja noch kurz zeigen. Boah, hier ist kein Sky Police Officer drauf, aber lustig, dass die Polizei irgendwie die eigenen Hütchen umfahren soll. Naja, gut. So, Teileliste. Na, Teileliste. Genau das Teil hier meinte ich, dieses blaue. Und die hier sind auch, glaube ich, neu in blau. Hatte ich vorher noch nicht in der Farbe. Schön. Also, nettes Set. Mir gefällt es auf jeden Fall. Und ich nenne das auch immer Sky Police Set, weil wenn man sich die Verpackung anschaut. Da ist ein Sky Police Officer, also ein Luftpolizist sozusagen drauf von der Sky Police. Eindeutig. Und ich mag auch eigentlich das Design, kann ich gerade noch sagen, von den Schachteln hier seit 2018 ist das, glaube ich, mit den richtigen Lego-Steinen, die hier so, ja, angedeutet sind. Finde ich cool. Gefällt mir. Hier hinten sehen wir noch ein bisschen was, was wir machen können. Wir können die Hütchen umformen, wir können sie dann wieder auflesen. Das ist der Spielspaß in dem Set. Naja. Ich denke mal, Kinder haben ganz viel Spaß damit zu spielen. Ich habe ganz viel Spaß beim Bauen gehabt, hat man vielleicht auch gesehen, das Video. Und ich habe einfach Spaß, wenn ich so ein schönes Lego-Set bei mir stehen habe. So, das war's dann auch schon. Als nächstes, so viel verrate ich schon mal, kommt mal wieder Lego Technik. Hat man lange nicht hier. Und ganz selten generell überhaupt. Bis dahin dranbleiben. Danke fürs Zuschauen hier bei Cardos Lego. Bis denne und tschüss.